Moin und willkommen zurück zu Minecraft Battle Minigame. Heute geht es heiß her, meine Damen und Herren, denn wir befinden uns auf der Schmelztiegel-Map und wir werden heute dahin schmelzen beim Anblick der verbrennenden Gegner in der Hölle. Wissen Sie Bescheid? Hoffen wir jedenfalls, dass sie uns heute alle abfackeln werden. Und wenn sie das nicht selbstständig tun, dann machen wir da eben noch ein bisschen Beihilfe. Das ist ja wohl ganz klar. Hier übrigens, diese Truhe, die verchecke ich so häufig einfach, das ist unglaublich, Alter. Weil ich denke mir so, hör, hier ist keine Truhe, aber auf der anderen Seite ist doch auch eine Truhe. Warum ist hier keine Truhe? Hier unten. Naja, weil die ein Stock weg höher ist und das fällt mir, glaube ich, jetzt erst auf. Oder, ja, sagen wir mal so, seit einigen Parts ist mir das bewusst, aber ich habe es jetzt erst angesprochen. Jetzt kommt mir nicht mit dieser, das sagst du einfach nur, damit du nicht so dumm aussiehst, Masche, weil das stimmt nicht. Das ist ein Gerücht. Ja. So. Ja, jetzt snacken wir uns natürlich erstmal die diverse, wunderschöne Kleidungsstücke. Und dann können wir auch mit der Rasur anfangen. Wir sind da schon relativ gut equipped. Wir haben... Ja, jetzt aber bei dem Feuerwehr, was geht denn hier ab, Mensch? Was ist denn los hier? Wir rasten gerade vollkommen aus. Ja. Ja, Rodingos. So viel dazu. Wollen wir heute über ein Thema reden? Ich habe an sich gerade nichts am Start, aber ich könnte irgendwas Spontanes ansprechen. Was fällt mir gerade so ein? Ich weiß generell noch nicht, wie das Jubiläums-Special des 100. Parts angekommen ist. Des 100. Parts angekommen ist von Minecraft. Weil ich ja, wie ihr wisst, so hart auf Vorrat aufnehme. Es sollte sich jetzt bei über 10 Parts so belaufen. Glaube ich. Sind es knapp 10 Parts? Über 10 Parts? Möglich. Jedenfalls, ja. Ich raste momentan mit dem Vorrat vollkommen aus. Aber das wisst ihr ja schon etwas länger. Bei diversen Projekten ist das so, bei anderen nicht. Bei anderen Projekten bin ich eher so der zeitnahe Spasti. Aber gut. Ich werde jetzt nicht zum 10.000. Mal über dieses Thema reden, weil da hat sich jetzt nichts geändert. Aber, ja. Ich weiß nicht, warum wir über die Switch reden. Ich meine, das gibt ja dann auch immer ordentlich die Klicks. Ja. Das ist auch wirklich so. Also mal ohne Scheiß. Ich habe die letzten Tage so viele Switch-Videos gebracht, für mich jetzt, ne? Erstmal das Video von wegen, ja, was war es nochmal? Die Direct kam ja. Letztendlich doch. Ich finde das immer lustig. Das ist halt so der Nachteil am Vorrat aufnehmen. So, wenn ich halt darüber gesprochen habe, so, es kommt keine Direct mehr. Es kam nämlich an diesem Tag keine. Und voll schade. Und dann kam dann irgendwie doch eine Direct oder so. Und das ist schon irgendwie lustig, wenn man mich irgendwie aus der Vergangenheit hört, so, es kam keine Direct und dann kam doch eine. Das ist irgendwie so ein bisschen witzig. Ja. Aber gut. Ja, ich rede in letzter Zeit immer so über diese Switch-Themen von wegen, ja, Nintendo Direct, wie fand ich die denn? Wir haben die analysiert und haben uns die angeguckt und haben uns voll gefreut, ja. Größtenteils. Seils. Sees. Und, naja. Dann gab es halt noch, nicht nur die Reaction, es gab das Analysevideo. Dann habe ich noch einen Part gemacht von wegen, welche Spiele ich mir auf jeden Fall wünsche. Und der Part kam am Wochenende und kam auch sehr gut an. Es denken immer so einige, ich time das immer aufs Wochenende, damit das immer ganz viele Klicks gibt. Das war eher Zufall, muss ich sagen. Ich wusste nicht, dass dieser Part am Wochenende erscheint, aber ich wusste halt, okay, ich habe diesen Part gemacht. Ich weiß halt nur nicht, wann ich ihn veröffentliche. Aber wo sind denn die Gegner überhaupt, Mann? Ach, da ist ja einer. Komm, den klatschen wir, dann gewinnen wir die Runde. Lol. Und boah, du kleines Schwein. Du kleine Sau. Du kleine Sau. Ja, moin.
So, ja, das war eher Zufall als... Ich hab nicht gewonnen? Ja, wie? Verarschen! Schade aber. Es war ja Zufall mit dem Part, aber generell, immer dann, wenn ich irgendwie über Switch-Themen rede, gerade wenn die Switch generell im Gespräch ist, kommen sämtliche Videos zur Switch sehr gut an und das spornt mich an, weitere Switch-Videos zu machen. Und ja, die Frage ist halt einfach nur, über was reden wir denn heute so? Ja. Ich weiß es nicht so genau. Ich meine, über die Spiele, die ich unbedingt sehen will, die haben wir gesehen. Wir könnten ja mal darüber reden, ob die Switch in diesem Jahr zerreißen wird und alles wegeskalieren wird, nachdem wir jetzt die Direct gesehen haben vor etwas längerer Zeit. Aber, ja. Ja, moin. Wird die Switch in diesem Jahr alles wegeskalieren? Wird die richtig rasieren? Wird sie stärkere Verkaufszahlen haben als noch letztes Jahr, wo es knapp 15 Millionen verkaufte Einheiten waren? Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Wisst ihr warum? Wir haben jetzt schon zur Jahreshälfte so gute Spiele gesehen, die auf die Switch kommen. Klar, die ein oder anderen Spiele sind Ports und es sind relativ viele Spiele, die Ports sind, aber trotzdem werden sich diese Spiele so gut verkaufen, weil diese Spiele auf der Wii U halt nicht so gut verkauft worden sind. Weswegen ich das mit den Ports halt voll okay finde. Während andere hingegen auf Twitter rumheulen, von wegen so, die Switch ist nur eine Port-Konsole. Ja, selbst schuld, weißt du? Wenn sich die Wii U halt nicht verkauft und Nintendo unbedingt dann noch Gewinn haben möchte, verstehe ich das doch. So, wenn die Preise der Ports jetzt nicht so krass in die Höhe schießen. Ja, moin! Was geht ab, Bruders? Cool. Moin. Na, wenn die Preise der Portspiele nicht so unfassbar hoch sind, dann sollte das in Ordnung gehen, ne? Da gibt es von mir 9 von 10 Toleranzpunkten. Auf einer Skala von 1 bis 5. Frag deine Mutter. Also, wir haben bis zur Jahreshälfte. Was haben wir an Spielen? Wir haben Hyrule Warriors Definitive Edition. Wir haben generell so viel kranken Scheiß. Wir haben Mario Tennis Aces, obwohl das im Juni erscheint. Das ist ja nicht mehr die erste Jahreshälfte. Okay, das gebe ich zu nun. Wir haben auch noch so kleinere Titel haben wir, die mir jetzt nichts so unfassbar sagen. Wir wollen kämpfen, wunderbar, sehr wohl. Extra umbringen lassen, damit wir nämlich uns aufs Thema konzentrieren können, ja. Aber ich wusste, Profi Jan, der kennt mich, weil ich hab den Namen auch schon mal irgendwo gehört. Scheint ein Abonnierter zu sein. Okay, also, Och, meine Güte! Was ist denn das? Naja. Es wurden so harte Ankündigungen gemacht, so Smash Bros. Kommt, oder damit hätte ich auch, ja gut, Smash Bros., okay, das war ja sowieso abzusehen, dass es irgendwann mal auf die Switch kommt, aber in der ersten Jahreshälfte, da haben wir einfach mal eiskalt das Update zu Splatoon 2, wir haben Kirby Star Allies, wir haben Octopath Traveler, das erscheint, glaube ich, im Mai. Crash Bandicoot Insane Trilogy kommt raus. Ich zähle es generell mal nicht. Und die Jahreshälfte, ich zähle die generellen Spiele, auf die auf jeden Fall auf die Switch kommen werden. Das ist Super Smash Bros. Für die Switch. Splatoon 2. Update und dieser bezahlbare DLC-Content.
Mario Tennis Aces, Kirby Star Allies, Octopath Traveler, Captain Todd Treasure Tracker für Switch und 3DS, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Okami HD, juckt keine Sau, South Park, die rektakuläre Zerreißprobe, das ist auch überraschend, dass es sogar im April schon rauskommt, Dark Souls Remastered Ende Mai, auch cool, freue ich mich drauf, gucken wir mal rein, Travis Strikes Again, No More Heroes, ja, hat mich jetzt nicht so gejuckt. Little Nightmares Complete Edition. Sag mir jetzt auch nicht so viel. Undertale für die Switch. Auch irgendwie heftig. Hyrule Warriors Definitive Edition. Auch schön. Sushi Striker, der Weg des Sushido aus dem Keller. Und das sind alle Spiele, die in diesem Jahr rauskommen werden. Und viele davon kommen in der ersten Jahreshälfte raus. Und wir haben noch nichts gehört zum Yoshi-Spiel. Wir haben noch nichts gehört von einem potenziellen neuen Donkey Kong, wobei ich mir dann nicht sicher bin, ob dieses Jahr überhaupt ein neues Donkey Kong kommt, wenn man schon Tropical Freeze im Mai rausbringt. Und ich glaube, das habe ich auch vergessen zu erwähnen, kann das sein? Das kommt ja auch noch raus. Also, die erste Jahreshälfte ist dann doch schon vollgepackt mit Spielen, nachdem es halt im Januar und Februar diese Flaute gab von kaum First-Party-Spielen oder so. Fand ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber gut, denke ich denn, dass diese Spiele dafür sorgen können, dass die Switch sich unfassbar krass verkauft? Also gerade bei Spielen wie Smash Bros., ja, ich denke, da werden sich schon einige die Switch gerade wegen Smash Bros. Kaufen. Mario Tennis Aces könnte ein Grund sein, ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Habe ich schon was von Smash Bros. Gesagt? Ja, das wird heftig. Captain Todd, vielleicht gibt es einige Todd-Fans, die sich denken, cool, Captain Todd für die Switch, direkt meine Switch kaufen. Crash Bandicoot Insane Trilogy, ich denke, das wird eher Software pushen. Aber vielleicht, wer weiß, gibt es auch einige, die sich Crash Bandicoot auf der Switch kaufen und sich dafür auch eine Switch kaufen. Man wird sehen. Bla bla bla, Undertale könnte auch noch sein. Hyrule Warriors, warum denn nicht? Also es wird natürlich vorrangig die Breath of the Wild Leute anlocken, die Hyrule Warriors noch nie gespielt haben, auf dem 3DS oder auf der Switch. Und ansonsten sind das schon mal so die Spiele, die die Verkaufszahlen der Switch pushen können. Und ihr dürft noch nicht vergessen, das ist alles so bis zur ersten Jahreshälfte und einige Titel, die dann zur zweiten Jahreshälfte rauskommen. Da fehlt aber, wie gesagt, noch ein Yoshi, das in diesem Jahr bestimmt noch rauskommen wird, weil das hat man uns versprochen, dass es dieses Jahr rauskommen wird. Das wurde uns schon letztes Jahr versprochen. Dementsprechend soll das auch bitte schon kommen, thanks. Und was haben wir sonst noch? Wir haben... Was haben wir? Pokémon. Pokémon, ich denke, wenn Pokémon dieses Jahr kommt und wenn es für einen richtigen Hype sorgen wird, wenn es einen richtigen Hype erzeugen wird, dann kann ich mir vorstellen, dass die Switch richtig krass abgeht. Mehr als bei Mario Odyssey und mehr als bei Zelda, weil man darf die Pokémon-Marke nicht unterschätzen. Ich meine, es haben sich, glaube ich, zu Pokémon Sonne und Mond Zeiten am ersten Wochenende 13, 14 Millionen Einheiten von Pokémon Sonne und Mond verkauft. Und das sind kranke Zahlen, Alter. So, man hat an einem Wochenende hat man die Verkaufszahlen von X und Y, glaube ich, eingeholt. Mit einem Spiel oder zwei Spielen, mit zwei Editionen eines Spiels. So. Und wenn man mit Pokémon für die Switch richtig auf die Kacke haut, mit einem richtig schönen Trailer und so weiter, ich denke, dann wird die Switch richtig rasieren. Gerade wenn es zum Weihnachtsgeschäft dann erscheinen wird, das gute Spiel. Also, wenn Pokémon in diesem Jahr rauskommt und dann noch für den Winter angedacht ist, es wäre ein großer Fehler für Nintendo, wenn sie dieses Spiel, ich sag mal, nächstes Jahr im Januar rausbringen. Weil das ist ein Weihnachtstitel, der muss zu Weihnachten kommen. Und ich denke, dass Game Freak momentan sehr mit Hochdruck an diesem Spiel arbeitet, damit es dieses Jahr kommen kann. Und wenn sie dann noch irgendwie das Spiel unfertig auf den Markt bringen und trotzdem einen guten Trailer zeigen, damit sich die Switch verkauft wie nichts, dann ist das so.
Man kann natürlich mutmaßen, wann Pokémon für die Switch entwickelt worden ist oder wann es angefangen hat, es zu entwickeln. Das weiß kein Schwein. Aber ich denke nicht, dass die letztes Jahr mit den Entwicklungsarbeiten angefangen haben. Niemals, Alter. So letztes Jahr. Das ist schon früher. Wir haben schon, also, ich würde schon sagen, nach Pokémon Sonne und Mond haben die angefangen, am nächsten Pokémon zu arbeiten. Haben an der Region schon mal gearbeitet und so. Und dann kam Nintendo und sagte, hey, das nächste Pokémon, please auf der Switch, thanks. Und dann haben sie das halt wahrscheinlich vom 3DS so umgemünzt auf die Switch. Und dann ging es halt mit den Entwicklungsarbeiten so richtig los. Schätze ich jetzt mal. Ich habe natürlich keine Ahnung, aber das schätze ich jetzt mal. Ich glaube nicht, dass sie seit 2017 an diesem Spiel arbeiten, sondern schon seit 2016. Ende 2016, Anfang 2017, irgendwie so. Ja, es kommt auf den Trailer an, es kommt aufs Gameplay an, es kommt darauf an, wie innovativ dieses Pokémon sein wird, was es drauf hat, wie krass die Region ist, wie schön das Spiel auch aussieht, wie krass die HD-Optik ins Auge sticht und ja, das Auge ist beim Trailer mit und wenn der Trailer richtig geil ist, dann, oh mein Gott, Alter, ich glaube, dann wird Pokémon die Switch richtig wegeskalieren, Alter. Und dann könnten wir in diesem Jahr sogar 20 Millionen Switch-Konsolen verkaufen. Also nicht total, sodass die Switch auf 20 Millionen verkaufte Einheiten kommt, sondern dass sie in diesem Jahr auf 20 Millionen verkaufte Einheiten kommt. Letztes Jahr waren es 15 Millionen, glaube ich. Und dieses Jahr, wenn Pokémon kommt, wenn Smash Bros. Richtig Hype erzeugen wird und so, wenn am Ende vielleicht noch Metroid kommt, das sind die drei Spiele, die zum Weihnachtsgeschäft kommen würden. Wobei man sich bei Metroid nie sicher ist, wann es jetzt letztendlich kommt, aber ich sag mal so, wenn Metroid, Pokémon und Smash Bros. In dieser Kombination in diesem Winter erscheinen zum Weihnachtsgeschäft, dann wird das, also die werden richtig, die werden Mütter ficken. Sagen wir es auf gut Deutsch. Die Switch wird alles zerstören. Viele werden sich eine Switch-Konsole wegen Smash Bros. Kaufen. Viele werden sich eine Switch-Konsole wegen Pokémon kaufen. Und ich denke auch, einige werden sich eine Switch-Konsole wegen Metroid holen. Gerade wenn auch der Trailer übertrieben überzeugend ist. Und das ist ja nicht mal alles. Wir wissen ja auch nicht, was zur E3 noch gezeigt wird, ne? Yoshi wird auf jeden Fall gezeigt, Release Date wird kommen. Was ist denn mit der Virtual Console? Vielleicht holen sich auch einige eine Switch wegen der Virtual Console und denken sich so, boah, man kann jetzt auch GameCube-Spiele und N64-Spiele und sonstiges auf der Switch spielen. Ich kaufe mir eine Switch. Allein schon wegen der Virtual Console. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. So, vielleicht holen sich einige eine Switch wegen der Virtual Console, die in diesem Jahr erscheinen wird. Das hoffe ich jedenfalls. Also, die Switch hat das Potenzial, in diesem Jahr mehr zu verkaufen als im letzten Jahr. Viel mehr. Und ich glaube, Kimishima hat sich ja auch für dieses Jahr 20 Millionen Konsolen. Hat er sich die nicht prognostiziert für dieses Jahr? Ich weiß es gar nicht. Wenn, dann fürs Fiskaljahr. Möglich. Ich meine, das Fiskaljahr läuft ja noch momentan. Ich glaube, das geht ja bis Ende März. Das erste Fiskaljahr der Switch. Und mal gucken, wie viele Switch-Konsolen sich bis dahin verkauft haben. Aber ich denke, es werden bestimmt so 16 Millionen, 17 Millionen Konsolen sein. Und vor allen Dingen, so, man darf die Spiele Breath of the Wild und Mario Odyssey auch noch nicht, man darf sie nicht vergessen, die sind ja immer noch da, ne? Die sind immer noch da und könnten weitere Switch-Einheiten verkaufen. So. Nur weil diese Spiele nicht mehr neu sind, natürlich wird sich die Switch weniger verkaufen wegen den Spielen, aber trotzdem, ich denke, dass man dahingehend auch noch mit Verkaufszahlen rechnen kann. In Sachen Breath of the Wild, in Sachen Mario Odyssey. Warum denn nicht? No? Warum denn so unrealistisch hier? Also, bin ich der Überzeugung, dass die Switch in diesem Jahr übertrieben ausrasten wird? Ja, bin ich. Bin ich. So, wenn alles gut geht, wenn alle Trailer richtig impulsiv sind und eindrucksvoll und atemberaubend, was, also das muss man denen aber echt zusprechen, den Entwicklern und Nintendo generell. So, seitdem sie für die Switch entwickeln, sind sämtliche Trailer zu spielen einfach nur Gänsehaut erzeugend.
und sorgen mit dafür, dass die Leute sich hypen. Ich meine, guckt euch mal den Smash Bros. Reveal-Trailer an. So ist... Ich bekomme, wenn ich jetzt gerade daran denke, schon Gänsehaut, so. Wenn ich daran denke, dass die Inkling Splatoon spielen und dann auf einmal wird der Bildschirm dunkel und... Dann auf einmal wird der Bildschirm dunkel und... Auf einmal taucht im Augenschein des Inklings das Smash Bros. Logo auf und... Ach, das ist... Oh mein Gott. Nintendo weiß momentan, wie sie die Leute begeistern. Das muss man denen echt zugutehalten. Und wenn sie das so beibehalten, wenn sie das nicht ändern, dann bleibt die Switch weiterhin eine sehr erfolgreiche Konsole und ich wünsche ihr das sehr. Wie ist eure Meinung? Denkt ihr, die Switch wird sich in diesem Jahr sehr, sehr gut verkaufen, besser als letztes Jahr? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin zuversichtlich, wenn Pokémon, Metroid und Smash kommen. Und ich glaube, selbst ohne Metroid klingt das gar nicht mal so unrealistisch. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Haut rein. Ciao. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert den Kanal, wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, damit ihr nichts mehr verpasst.